Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen Sonntagmittag zu einer weiteren Folge Railroads Online. Der liebe Dodger ist auch wieder mit dabei. Einen wunderschönen. Und es ist ein bisschen was passiert im Hintergrund. Nicht nur, dass wir ein bisschen Geld zusammengespart haben, bedeutet also hier, die gute Glenbrook musste richtig ackern. Bei uns, der gute Phoenix, Phoenix mit Vogel V, Sie kennen das. Sondern wir haben auch versucht, ein bisschen weiterzumachen. Ich gebe euch mal so einen kurzen, aber hoffentlich schönen Einblick. Also Bahnübergang kanntet ihr ja, ne? Hier geht's los. Da steht jetzt gerade unsere kleine Betsy, wartet auf Einsatz. Da hinten ist noch ein Reparatur-Wartungsstandbereich entstanden. Auch eine wunderbare, schöne Sache. Gut, unser Weichengeflecht-Gewirrwarr kennt ihr ja bereits. Das, denke ich, ist jetzt bekannt. Auch ziemlich cool ist halt, ne? Zwei sind, wie gesagt, unter Dach. Eins ist daneben. Finde ich auch sehr, sehr gut gemacht. Oder Ladebereich. Kann man nennen, wie man will. Auch schöne Sache. So, dann die Wendeschleife ist ja einmal umstrukturiert worden. Die ist jetzt also doch nochmal etwas mächtiger geworden mit größeren Radien. Hat hier eine Menge, Menge Platz für, ja, weiß ich nicht, Lokschuppen, Dörfer etc. Ach, der Lokschuppen, glaube ich, ist da hinten links schon im Bau, ne? Ja, da war was. Und dann kommen wir vor allem hier zum, naja, in der Modellbahn würden wir jetzt sagen, zu unserem Schattenbahnhof. Also auf jeden Fall zu unserem verdammt riesengroßen Bahnhofsbereich, ne? Hier auch mit verschiedensten Abstellmöglichkeiten, Rangiermöglichkeiten oder. Hier kann man also nicht nur Züge zusammenstellen, sondern auch Züge abstellen. Hat aber auch einen Bereich für Wartung, Behandlung etc. Da haben wir noch die gute Shay, die hier das Holz gebracht hat für die Brennholzlager. Dann haben wir hier sogar schon den Kohlebunker stehen. Wasserturm, Sand, Besandungsanlage und. Ah, hier noch ein bisschen Luft. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine Scheune oder was hinsetzen. Nicht wahr? Dann natürlich ein Klo. Wichtig, ne? Man braucht ja auch mal ein Klo. Dass man auch mal richtig schön drisse kann. Unsere ersten Wagen, ihr erinnert euch. Ah, die haben das Stoppschild ein bisschen verfehlt, aber geht schon irgendwie. Ach ne, hier ist das Stoppschild für diesen Bereich. Wobei. So, Lokschuppen, wie gesagt, auch schon im Bau vom Flo. Oder sogar schon fertig. Der sieht ja sogar schon fast fertig aus. Ah ne, genau, die Gleise musste man noch verbinden. Ansonsten so gut wie fertig. Also auch hier geht's weiter. Genau, Jupiter steht noch hier. Also ihr merkt so langsam aber sicher, es wächst. Es geht in die richtige Richtung. Es wird immer mehr. Ne, hier nochmal das Diagonalgleis, um dann auch Züge drehen zu können. Warum geht das nur in eine Richtung? Relativ simpel, wenn ihr hier wieder rausfahrt, habt ihr die Möglichkeit, mittels dieser Weiche in beide Richtungen zu kommen. Also hier wird praktisch durch die Weiche gedreht. Noch nicht ganz, bitte nicht anfassen. Danke. Und moin erstmal. Hi Flo, schön, dass du auch dabei bist. So, das bedeutet, von dieser Richtung könnt ihr euch entscheiden, ob ihr wieder zurück zum Depot wollt, zum Umdrehen oder eben zum Holzfällerlager etc. Oder ob es hinausgeht in die große, weite Welt. Und auch da haben wir natürlich weitergemacht. Also was heißt, wir haben weitergemacht. Ich habe mich zumindest mal ein bisschen daran versucht, die Hauptstrecke weiterzulegen. In Richtung Eisenwerk, glaube ich. In Richtung Eisenwerk und Kohlemine. Ich würde sagen, wir fahren mit der Glenbrook einmal zum Sägewerk. Dann können wir direkt noch ein bisschen Holz holen. Moin. Hallo Nico, schön, dass du auch da bist. Oh ja, da muss ein bisschen Feuer rein. Ich würde sagen, wir fahren mal mit der Glenbrook rüber zum Sägewerk. Kannst mich hochziehen. Mach ich glatt, Flo. Mach ich glatt. Moin, mein Lieber. Moin, Setten. Hallo. So, dann fahren wir einmal rüber zum Sägewerk. Ah, eigentlich soll es ja leer, ne? 13 müsste so reichen. So, und vom Sägewerk aus würde ich dann sagen, laufen wir zu Fuß mal ein bisschen die Strecke ab. Versuche ich euch dann etwas näher zu bringen.
Ach, herrlich. Versuche ich euch mal näher zu bringen, was wir uns dabei gedacht haben oder wie wir uns das gedacht haben. Es ist nämlich wieder ganz schön viel geworden. Aber es ist schon krass. Ich meine, gut, die Waldbahn, ne, 1800 irgendwas, das, nee. Also das sind wir definitiv nicht mehr. Da geht es dann schon wirklich eher in Richtung Großindustrie. Aber es sieht trotzdem ganz cool aus. Finde ich zumindest. Aber wir könnten ja eigentlich auch mit einer kleinen Lok dahin fahren, ne? Mal so ein Waycar dran gehangen und go. Ja. Komm mal. So, hier passt alles. Sehr schön. Können wir hier beruhigt einfach durchfahren. So, wir wollen ja ein bisschen hier die Räder sehen. Ein bisschen auf das Technische gucken. Letzte, wie viel Schnee habt ihr eigentlich vor der Haustür? Geht nicht viel. Ja, wir hatten zwischenzeitlich gar keinen, aber jetzt ist wieder Hochschnee bei uns. Hm. Also wenn ich rausgehe, circa knietief. Boah, nicht schlecht. Hätte ich auch mal wieder gern. Ja, letzten Winter war es bei uns auch nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber dieses Jahr ist wieder heftig. Oh. Nico schreibt gerade, bin im Moment nicht so beim Railroads Online Zocken drin, hab mir Railroader geholt, läuft selbst mit 30 Wagen hinter der Lok besser als Railroads Online mit 5. Und es gibt auch Signale und Stellwerke. Hm. Ah, vielleicht sollte man sich das auch mal etwas näher angucken. Obwohl ich muss halt sagen, grafisch oder optisch finde ich halt Railroader irgendwie, zumindest die Videos, die ich gesehen habe, nicht so schön. Man sieht halt, finde ich, schon sehr stark, dass es ein Simulator ist, ne? Aber auch mit Multiplayer und sonstiges, Nico? Also habt ihr das auch schon ausprobiert? Ja, mit Multiplayer 60 Meilen Strecke. Okay. Hm. 18 Bahnhöfe. Ui. Das klingt ja doch nach einer Menge. Und wie läuft das dann? Hat dann jeder seine Lok? Muss man sich die erkaufen, erspielen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert dieses System bei denen? Ach, herrlich. Ich bin stehen geblieben. Ich glaube am Lokschuppen. Echt? Ja. Bin mir relativ sicher. Musst du, ich bin immer so frei und pack den Jupiter nochmal weg, weil der nervt ein bisschen. Ja, sicher.
Nicht kaputt machen. Nein, ich doch nicht. Du leitest eine Eisenbahngesellschaft, musst Loks kaufen. Am Anfang gibt es 2 Loks und die Strecke muss man erst reparieren. Ja, so weit, so gut. Aber wenn ich jetzt zu dritt zum Beispiel im Multiplayer bin, habe ich dann auch jemanden, der hier so als Figürchen rumrennt oder was? Der mir dann wenigstens irgendwie helfen kann beim Ankuppeln oder? Weißt du, wie ich das meine? Also stellen wir uns jetzt vor, ich starte dieses Spiel als Multiplayer und wir sind direkt mit 3-4 Leuten da. Dann habe ich also die Leute auch noch rumrennen. Habe aber trotzdem, ich sage jetzt mal, nur 2 Loks am Anfang. Klingt ja schon interessant, ne? Aber diesen Monat wird das nichts. Das kann ich euch sagen. Januar ist immer ein schlechter Monat. Sehr schlechter Monat. Ist wie Railroads Online, nur mit fester Strecke, mehr Administrationsmöglichkeiten. Kannst den Leuten auch Ränge geben, die können dann auch mehr, okay. Aber das muss ich alles machen, also das kommt nicht durch XP oder sowas zum Beispiel. Das ist ja hier jetzt der Fall. Ach ja, um Bannen geht auch. Ja, gut. Nee, das musst du machen. Interessant. Interessant. Und man hat nur Dampfloks, ja? Also, wie ist so die Auswahl an Wagen und Loks? Oder ist das alles vorgegeben? Ich glaube, es ist alles vorgegeben, ne? Die Wagen etc. Also man kauft ja nicht selber die Wagen, ne? Ne, auch diese Lok? Ach, cool. So, und einer noch, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, passt aber auch nur so gerade eben hier, ne? Voll. Holla die Waldfee. Zack. So, ich lasse die jetzt aber mal hier stehen. Ich wollte euch ja den neuen Bereich... Obwohl, wir könnten das echt mit einer Lok machen. Ne? Komm, wir machen das mit einer Lok. Was soll denn der Geiz? Was soll der Geiz? Was soll der Reiz? Genau, wir bringen einmal das Geld zurück. Also, dieses Geld hier bringen wir jetzt zum Warendepot. Und mal die... In der Hände auf, ne? Ist ja optisch immer eine schöne Sache. Ah, wunderbar. So, dann brauchen wir aber doch für hinter die Betsy oder sowas, würde ich sagen. Vom Werkzeugwagen. Dann aber ein Kleid. Ja, hier so dieses. Es soll ja auch nur einen optischen Zweck erfüllen, keinen richtigen. Machen wir denn in grün, in weiß, in rot? Was, in weiß? Ja, also hier in diesem beige Ton. Infarmt.
Den Krämer. Ich glaube, Rot machen wir, weil Rot hat irgendwie geführt die wenigsten Beschädigungen. Alle anderen sehen so kaputt aus. So, wie war das noch? Schütze 3, RR und F, ne? Ja. Passt nicht, na toll. Also hier auf den Wagen steht Schütze mit Ü. Ja, ist falsch. Den anderen steht's mit UE. Aber wir können das hier ein bisschen zusammenrücken. Dann geht's. Na, erstmal mal gucken, wie das hier drauf steht. Na doch, hier ist es auch zusammengesetzt, deswegen. Deswegen funktioniert das. Auf den Wagen auch. Also es gibt vier verschiedene Personenwagen, zwei verschiedene Hopper zum Kohlebunker, zwei verschiedene Schaltwagen, zwei Tankwagen, drei verschiedene Kabus und so weiter und so weiter. Okay. Doch hier steht es auch mit UE, siehst du? Aber RR und F ist zusammengeschrieben. Ich glaube, wir können schon den Regler fast wieder runterdrehen. Ja, ich denke schon. Dafür, dass wir rückwärts fahren, haben wir doch eine sehr angenehme Geschwindigkeit. Zack. Nein. So, sehr gut. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Vielleicht sieht man es. Ich bin ja auch kein Freund von Jump'n'Run. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Spätestens jetzt wirst du mal. Sehr gut. Oh, mal kurz ein bisschen runterbremsen hier. Oh. Wunderbar. Das ist auf jeden Fall langsam genug. So, aber die Wagen für Stückgut musst du nicht kaufen. Die anderen Bahngesellschaften liefern dir die Wagen, die die Industrie an der Strecke ordert. Hm. Auch nicht schlecht. So, Whistle. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt. So, mal doch mal noch ein bisschen Geld hier in die Kasse spülen, ne? Wir wollen ja wachsen. Zack. Zack. Das haben wir übrigens in letzter Zeit etwas häufiger getan. Aber irgendwie muss man ja an Geld kommen. Yep. Oh, da. Bremsen. Wunderbar. So, dann würde ich sagen... Also, wir brauchen einen kleinen Streckenwartungswerkzeugzug. Also nehmen wir dafür mit. Theoretisch hier bräuchte man eigentlich auch ein bisschen Schotter oder so, ne? Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal... Wir nehmen den so mit für alle, für allerlei, ne? Aber ich glaube, wir nehmen den mit für allerlei. Vielleicht sogar nur halb hoch. Nee, schon ein bisschen höher. Ja, ich glaube schon ein bisschen höher. Hi Andi! So, den. Dann... hier den überdachten, unser im Prinzip, wie soll man sagen, im Prinzip unseren Bauwagen. Ne, ja, einen Bauwagen.
Reicht eigentlich schon, oder? Nehmen wir noch einen Waycar mit. Naja, eigentlich haben wir ja den Bauwagen jetzt. Obwohl Waycars sind schön, aber sehr groß. Ne, ich glaube, wir lassen das einfach dabei. Fertig. Was ist das denn? Ach, ein Wasserwagen. Nee, brauchen wir auch nicht, oder? Nehmen wir einen Wasserwagen mit? Könnten wir Feuer mit löschen. Oder die Lok noch füllt auf lange Strecken. Gar nicht schlecht. Und Wasser hat man eigentlich immer weniger wie Brennholz. Ja, vor allem, na gut, kommt drauf an, Betsy ist das, ne? Ja. Ja, dann könnte. Ja, Wasser ist Mangelware dann. Ja, geht, aber. Der ist halt nicht hübsch. Ey, ich glaube, wir lassen es erstmal so. Zwei Wagen muss jetzt erstmal reichen. Stehen die natürlich genau in falscher Reihenfolge hier, wie ich sie haben wollte? Natürlich. Ruckeln wir das jetzt? Nee, machen wir nicht. Ah, ein bisschen rangieren. Und da gibt es alles von 16.000 LBS Zugkraft bis 65.000 bei den Dampfloks, 49 bis 64. Eieiei, bei den Dieselloks. Das ist natürlich eine Menge. Hallo, ich möchte bitte die Feuerbüchse aufmachen. Was ist da jetzt los? Aha. So. Auf geht's. Aber auch alles bis 5,5% Steigung. Oh je. Din. Ja, ist nicht schön. Mit 1200 Tonnen da hoch. Sicher, easy. Doppeltraktion. Sehe ich. Zack. Oh, das ist etwas ruppig. Das ist etwas sehr ruppig. Und wird auch lustig mit 14 beladenen Kohlehopper von der Mine darunter, auf jeden Fall. Easy. Zack. So, die Vorteile unserer Gleisanlagen. Gut, Mahlzeit. Hallo Bärchen. Schön, dass du auch da bist. Es gibt zum Glück Druckluftwagen. Na, siehste. Das ist ja noch einfacher, Mensch. Falsche Richtung.
Ja, doch, das klingt interessant, muss ich ja doch sagen. Darauf ein Toffifee Bock. Ich auch eins. Ja. Bitte. Ach ja, du kannst auch zwei haben, Dodger. Packung? Ich hab nur noch eine. Aber die würde ich dir geben. Ja. Das passiert. Ja. Ich habe heute die Map gebuggt. Hast du in die Map gebackt? Ich habe mich unter die Map gebuggt. Nice. Also dein Rekord liegt bei 36 Wagen Railroader, okay. Mit einer Lok. Und das ist nicht die größte. Ja. Läuft doch. Muss ich noch mal neu joinen? Du Kannst du kannst dich dich auch nicht. wieder her. Nee. Baumilch, Baumilch. geht das nicht? Nein, leider nicht. Oh. Wenn du unter die Map buggst, also wenn ich mich unter die Map bugge, Ah. ist mein Spiel inaktiv. Also ich kann nichts machen. Lol. Wie Also hässlich. ich könnte nicht mal irgendwie Telegrafenhäuser teleportieren oder so. Andi schreibt, du bist also quasi unter Tage. Kann man so sagen, ja. Heute Abend muss ich dann bei mir noch schauen, dass ich meine Schmelzhütte um die Fleischindustrie noch anbinde. Und dann bin ich auf meiner zweiten Map auch schon wieder fertig. Boah. Geschwindigkeiten von 66 Meilen mit einem Personenzug ohne 10 Gleisen. Boah, klingt wirklich langsam interessant. Mango, mein Lieber, schön, dass du da bist. Kochen und Schützestream ist das Beste. Ja, ich esse zwar lieber als zu kochen, aber freue mich, dass es dir gefällt. Wir haben ja so eine klare Rollenverteilung. Ich bin ja mehr so der, der isst. Oh. Ich glaube, ich muss niesen. Ja. Matschi? Entschuldigung. Gesundheit. Ja. Gesundheit. Danke. Hui, erstmal Fenster Gesundheit. zu. Ich meine, hier zieht. Ah, das war falsch. Ja. So. Gesundheit. Dankeschön. Ah. Junge, Junge, Geil. Junge. Heißt, es reicht mir jetzt. Ja? Neu gejoint steht die Porter wieder an meinem Lokschuppen drin. Hä? Die Jupiter oder was? Ja, ich habe den eigentlich auch aufs Abstellgleis geparkt. So, Spiel denkt sich so: Nee, gönn ich Wie dir nicht. funktioniert das denn dann? Hat er deine Sachen gar nicht übernommen oder? Nee, der Jupiter ist wieder auf dem Abstell mitten im Lokschuppen gespawnt. Also habe ich ihn jetzt einfach aufs Gleis zurückgestellt. Reicht mir jetzt. Ich fahre nicht nochmal. Soll ich das eben machen? Nee, ich habe ihn einfach mit Aufgleisen geschwind umgeparkt. Was? Ja, gecheatet. Und wieder an die vier Kleinwagen angehängt.
Ich glaube, ich habe gerade das gleiche Problem, was Toto immer hatte. Hier sind jetzt so viele Weichen, als ich irgendwie jetzt schon dreimal aufs falsche Gleis gekommen bin. Wir arbeiten daran. Dann kannst du dich ja freuen, wenn du bei mir bei vorbeikommst. Auf jeden Fall. Nur Weichen? Nur Weichen. Sehr schön. Aber man hat halt bei Railroader auch eine größere Lok. Zum Beispiel eine P43 Pacific 462 mit sechsachsigem Tender. Ja, das ist tatsächlich was anderes wie Railroads Online. Ich kann mir vorstellen, dass noch alles kommt, aber wir sind ja hier theoretisch auch auf Schmalspur unterwegs. Wer ist denn alles dabei? Aktuell nur Dodger und Flo. Leider aber auch heute nicht so lang, denn wir versuchen es heute zum x-ten Mal, das Weihnachtsessen bei meinen Eltern durchzuziehen, nachzuholen. Ihr wisst ja, ich hatte ein bisschen gesundheitlich zu tun, ja, und der Rest der Familie halt auch. Wir waren irgendwie einfach alle krank, außer Mittner. Mittner ist einfach so... Da haben die Keime noch Respekt vor. Die kriegt einfach nichts. Genau, die kriegt einfach nichts. Die ist einfach so, dass die sagt, ne, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Und die Keime so, ja, okay, Entschuldigung. Wir wollten Schütze, bist du gerade im Frachtdepot? Mhm. Ich habe hier einen Telegrafen, also kannst du mal geschwind rüberkommen. Mhm. Hopp. Guten Tag. Einmal die Gleise abbinden, dann ist der Lokschub fertig. Bringen wir hin. Das müsstest du halt jetzt 18 Mal machen, dann... Lol. Alles gut. Na? Will er nicht. Möchte er nicht. Nicht so richtig. Versuchen wir es mal von hier. Du musst hier raten. Hier. Ach so, ja, okay. Dann war das mein Fehler. Dann war das mein Fehler. Ständiger Lokschuppen. Junge, Junge, Junge. Ja, diesmal hatte ich halt Platz hier, ne? Na gut, ich hätte auch das Ding in die eine Kurve da, weißt du? So richtig, ich meine, ist halt wirklich wie in einer Modellbahn, so in der riesen Wendeschleife ist dann direkt nur das BW, aber da hätte man ja, auch... Rudel hat gesagt, hier wäre ein guter Platz, aber habe ich nicht halt hingebaut. Naja, war ja auch okay. Ich hoffe ja, dass vielleicht jemand Bock hat, da hinten eine riesengroße Stadt hinzubauen. Oder wir machen das zusammen irgendwie. Gucken. Ups. Wäre ja auch ziemlich coole Sache. Ist das richtig, dass die Drehscheibe hier so steht? Ja, ne? Ich versuche sie mal ein bisschen aus dem Weg zu drehen. Dreck. So. Sieht doch gut aus. Herrlich. Das sieht nicht nur gut aus, das sieht gigantisch aus. Ja, bitte. Einfach nur grandios. Ja, mach ich gleich. Jetzt schon. So. Sehr schön. Da sieht der kleine Jupiter auch wieder im Einsatz. Wunderbar. So, wir gehen zurück. Ja, mach ich gleich. Dahin, glaube ich, ne? Ja, da ja. Wollen wir hin. Da wollen wir hin und wir hatten hier die Weiche umgelegt, da müsste das jetzt an sich auch passen. Hoffen wir es mal. So.
wurden mir gerade genau die News gesagt, die ich jetzt eigentlich nicht hören wollte. Na, Lisa. Denn wir müssen meine Oma und mein Bruder jetzt doch nach München fahren, weil bei uns wegen zu viel Schnee die Züge ausfallen. Sehr schön. Ja, wieder keine Wintergleise drauf gehabt, ne? Ja, ja. Ich melde mich an der Stelle leider ab. Mhm. Man hört sich. Flo, schön, dass du dabei warst. Fahrt vorsichtig, komm gut heim. Und wir hören alles uns klar. Demnächst. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. So, jetzt aber. Dann haben wir noch einen schönen Streckenwartungszug, Mensch. Ja, könnte noch ein bisschen was hinten dran, irgendwie verschieben oder so, aber ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall hier einen Wagen für Werkzeug und alles und unseren, ja, ich sag jetzt mal Bauwagen. So. Dann auf in die weite Welt. Und natürlich gucken, wie wir hier die Weichen widerlegen. Nicht wahr? Oh, wir kommen jetzt gleich hier raus. Sehr schön, so wollen wir das. Dann kommen wir hier rüber und dann wollen wir aber mit unserem Streckenwartungszug oder mit unserem Bauerkundungszug hier lang. Jawohl. So, wir wollen dann geradeaus. Los geht's. Das sieht schon schön aus, oder? Ich finde, das sieht herrlich aus. Wunderherrlich. Jo. Ah, mach schön langsam. Wir wollen nachher die Weiche auch wieder umstellen hinter uns. Sonst haben wir nämlich beim Holzholen gleich wieder Ärger. Aktuell ist ja noch so wenig Betrieb, da dürfen wir auch noch die Gleise in beide Richtungen benutzen. Das ist okay, hat man uns so gesagt. So, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal in Ruhe, wa? Ja, das ist doch ein schöner kleiner Zug. Ist ja alles dabei, was man zum Leben braucht. Ein bisschen mehr Holz hätten wir dabei packen können, aber ist jetzt so. Holen wir uns vielleicht irgendwann mal ab. Hätte man es eigentlich von der Glamlook noch schnell aus dem Tender klauen können. Naja. So, auf geht's. Vielleicht zum Hintergrund. Geplant ist, zumindest nach aktuellem Stand, dass wir hier eben doppelgleisig lang gefahren sind. Also das haben wir schon gemacht. Wir sind zum Eisenwerk, zur Kohlemine bis hier hinten rum. Und jetzt waren wir halt am Überlegen, ob wir am See uns hier vorbeischlängeln oder ob wir hier hinten rum versuchen, eine gleichmäßige Steigung hinzukriegen, dass wir dann halt irgendwann hier oben vielleicht noch Rinderfarm, Weizenfarm etc. anbinden können, um dann hier wieder zum Fleischverpackungsbetrieb runterzukommen. Das heißt, Ölfeld, Raffinerie werden eher durch so einen Zweig angebunden. Ist ja aber auch Endgame. Ja, Schmelzhütte, Eisenerzmine muss man dann halt schauen, wie man das hier irgendwie alles noch hinkriegt. So ist zumindest der Plan. Ob der jetzt besonders gut ist oder auch nicht, das wird sich noch alles zeigen. Hi OneShot, schön, dass du auch da bist. Oh, da ist eine Weiche wieder falsch. Müssen wir bremsen. Das sehe ich doch an den Hebeln. Genau, hier natürlich auch wieder Gleiswechsel vorhanden, ne? Falls jemand zum Sägewerk abbiegen will oder eben halt zur Wendeschleife. Das hatten wir also, wie gesagt, auch alles hier mit eingebaut. Ja, ab und zu halt ein paar Telegrafenhäuschen verteilt. Seht schon, Dodger hat das schön wieder aufgeschmückt und direkt hier angebunden. Guckt euch das an, sodass man hier direkt an dem Weichenwirrwarr sich eben auch hin teleportieren kann. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein riesengroßer Vorteil. So, nicht erschrecken, wenn die Telegrafenmasten nicht verbunden sind. Das ist irgendwie ein Anzeigefehler von mir. Keine Ahnung warum, bei den anderen Kollegen ist das alles verbunden. Bei mir ist es halt leider nicht so. Ja, wird vielleicht mal gefixt, hoffen wir es, wissen tun wir es nicht. So, dann haben wir hier eine wunderschöne riesige Kurve. Ich hatte, glaube ich, auch irgendwo ein Schild aufgestellt, welchen Radius die hatte.
damit ich mir das merken konnte beim Weiterbauen. Neues Mikrofon. Nee, Nase ein bisschen zu. Vielleicht ist es das. Oder ist die Qualität schlechter? Ich hoffe nicht. Genau, ich hatte hier so ab und zu dann mal den Radius notiert, damit man einfach sehen kann, wie groß das ist. Und ich halt auch beim Weiterbauen direkt wusste, was ich nehmen muss. Semsche Luftleitung? Kenne ich nicht. Muss ich passen. Ich meine auf jeden Fall, das wäre hier ein Radius von 500 oder 550. Also wir haben natürlich versucht, möglichst große Radien zu setzen, klar. Ne, wir haben hier halt einen zweigleisigen Ausbau, der natürlich auch ermöglichen soll, dass hier lange Züge vielleicht auch zügig fahren können. Müssen wir halt schauen, ne, was die Performance da sagt. Aktuell muss ich damit nicht relativ zufrieden, auch wenn wir hier zu zwei zu dritt unterwegs sind. Aber wir haben ja bis jetzt auch nicht viele Wagen. Also wir hatten ja die Vermutung, dass vor allem die Wagen das Problem sind, weil es schlicht und ergreifend alles bewegliche Objekte sind, ne? Die halt immer wieder berechnet werden müssen. So, hier ist auch schon das Sägewerk angeschlossen worden. Mega cool, finde ich gut. Das war noch nicht fertig, das hatten wir noch nicht fertig gemacht oder beendet. Auch hier wieder Gleiswechsel, ne? Also auch hier wieder die Möglichkeit, ich komme von irgendwo und kann mir direkt die Spur aussuchen, wo es hingeht oder wo ich hin will. Gleiche natürlich auch immer wieder in die andere Richtung. Ach guck, hier steht noch so ein Schild. Also hier war Radius 550. Oh, Achtung, schnell hupen. Hier ist einer bei der Bauarbeiten. Obacht. Hallo. Mann, ich wollte noch die Glocke für dich läuten. So. Hallo. So, hier passt alles, das passt alles. So, also auch hier wieder Gleiswechsel, Sägewerk. Das Schöne ist dann direkt hier hinter, Abzweig in Richtung Ölfeld und Raffinerie. So, hier dann natürlich die Strecke etwas unterbaut, denn ihr seht, hier ist Sumpfgebiet. Da wollen wir natürlich nicht mit unseren Waren einsacken, deswegen haben wir die hier unterbaut, die Schienen. Und auch hier wieder eine sehr, sehr lange Gerade. Also hier kann man auch mal, ich würde sagen, ein bisschen Vollgas geben. Hört sich insgesamt anders an. Oh je. Und simische Luftleitung. Aha. So, wir kommen in die große Kurve. Ne, Abstände haben wir auch geguckt, dass die immer schön gleich sind, alle. Soweit es halt möglich ist. Problem ist bei diesem Spiel, ihr könnt eigentlich sagen, der innere Kreis hat etwa 4 Meter weniger. Ja, wenn ihr das aber über 300 Meter zieht, dann müsst ihr mal ein bisschen weniger machen oder ein bisschen mehr. So, also hier immer noch Radius 500. Also auch das ist natürlich eine ganze Menge. Da rechts seht ihr die erste Rampe. Da soll es dann mal hochgehen zum Ölfeld bzw. zur Raffinerie. Schauen, ob das alles so bleibt oder ob wir hier vielleicht auch zentral irgendwo hochfahren. Das war jetzt wie gesagt nur die erste Idee. Wir haben halt erstmal einen Punkt gesucht zum Rauffahren. Das war uns wichtig. Solange es keine Siemens Luftharten sind. Nee. So, da seht ihr auch schon das Eisenwerk. Ne, das haben wir bis jetzt noch nicht angeschlossen. Aber natürlich auch hier wieder, ihr ahnt es vielleicht schon, Gleiswechsel inklusive Abfahrtsgleise. Also wir haben halt immer möglichst versucht, ne, die Abzweige und sowas dicht beieinander zu setzen. Dass wenn man dann hier ein Häuschen hinsetzt oder sowas, also ein Telegrafenhäuschen, man dann halt auch immer relativ zügig bei dem kompletten Gewirr ist und eben möglichst viele Sachen steuern kann. Ne, wie gesagt, hier zum Beispiel die Ausfahrt zum Eisenwerk, dahinter habe ich dann auch direkt noch eine Weiche gesetzt, denn das Eisenwerk hat ja halt zwei Punkte. Das ist ja einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Ich hoffe, wir kriegen das alles schick verbunden, obwohl hier sind wir halt noch mit einem Radius auch wieder von 500 am Außengleis. Ne, ganz wichtig, das Außengleis, nicht das Innengleis. Das Innengleis hat dann, wie gesagt, etwa 4 Meter weniger im Radius. Also ist immer noch okay. Wenn man dann jetzt im inneren Bereich einen Radius von 90 nimmt oder sowas, dann dürfte man doch ganz gut hier hinkommen. Ich bleibe da optimistisch.
Ich glaube, jetzt müssen wir die ersten Bäume fällen. Oh, ich habe auch schon Holz in der Hand. So, mal ganz sanft bremsen. Gucken, was unsere Feuerbüchse macht. Oh ja, da muss was rein. Haben wir schon ein Verfahren. Oh, oh. So, ich gehe mal gerade raus, ne? Säge in der Hand. So, dann fahren wir hier lang. Kann ich dich auch wegsägen? Nee, dann darfst du bleiben. Hast aber Glück gehabt. Ja. Dann den hier kloppen wir weg. Du bist mir auch zu dicht. Du bist mir zu dicht. Pass auf die kleinen Bäume auf. Die haben den Zarazani schon aus der Bahn geschmissen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Zack und zack. Du gehst nicht weg. Das ist aber ungünstig. Jetzt habe ich hier das Gebüsch auf der Schiene. Okay. Naja, wird dann halt so sein, ne? Was hatten wir hier noch für einen Radius? Das ist kleiner gewesen. Ah, guck, 400, ja. Also eine Haarnadelkurve geworden hier. So, dann hier einmal durch den dichten Wald. Das tut mir tatsächlich auch ein bisschen leid, dass wir dann jetzt hier so viel wegmachen müssen, aber... Die halt nicht anders. Lass mal den stehen. Na komm, wir gucken mal, wie dicht man die Bäume so lassen kann. Ne? Wie sagt man so schön, etwas ausdünnen? Oh, ach nö, der sollte doch jetzt nicht fallen. Mann, du blöde Tanne, wegen dir ist jetzt hier der Große weg. Der sollte doch da bleiben. Ab jetzt hier, Kleingestrüppel da. Fängt das an, da schon wieder nicht. Die wehren sich, die Kleinen. Die Kleinen sind hartnäckig. Gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So. Du musst aber auch noch. Ich glaube, ich lassen wir. Du noch. Ja gut, ihr müsst auch weg. Also die, die direkt auf den Schienen stehen, die sind halt auch etwas doof. Zack, hopp, hopp. Und du bist krumm. Das ist gefährlich. So, jetzt sieht der Wald doch gar nicht mehr so dicht aus. Siehst du? Wunderbar. Der nervt mich irgendwie. Warum kann ich den nicht wegmachen? Ne, geht nicht. So, dann ist das halt so. Dann bleibt der Bursch wohl da. Ich hoffe, dass mir die Lok jetzt nicht rauffliegt. Wäre natürlich jetzt ungünstig. Oh, wir sind wirklich unterwegs, ne? 5% reichen. Übrigens Steigung 0. Ne? Steigung 0. Deswegen sind die Gleise auch so tief in der Erde drin, ne? Wir haben mehrfach überlegt, ob wir vielleicht etwas höher gehen, einfach, dass man mehr Bahndamm sieht und sowas, weil ich finde das eigentlich schön, Bahndamm zu sehen. Aber Steigung 0. Und da die Schienen halt doch überall sichtbar sind und ja dann doch auf der Erde liegen, haben wir dann gesagt, okay, komm, dann lassen wir das halt so. Ne, dann ist halt die Hauptstrecke so gefühlt etwas tiefer gelegt, was ja auch Sinn macht. Wir fahren ja die größten und schweren Züge lang mit hoher Geschwindigkeit und ich denke immer noch, das war eine gute Sache. Also die Schienen hängen halt leider wirklich sehr nah am Boden, aber ja, dafür Steigung 0 über die gesamte Strecke. Ne, geht, man kann durch das Gemüse durchfahren, sehr schön.
Obst aber. So, kommen wir hier durch diese wunderschöne, riesengroße Kurve. Ihr seht, Betsy kann es kaum erwarten, auch in den Kurven mal richtig Gas zu geben. So, und dann seht ihr schon den ersten Bereich von der Kohlemine. Da waren wir auch schon ganz fleißig. Und das ist auch so ein bisschen ein kleines Highlight, was wir hier gezaubert haben, finde ich zumindest. Denn wir haben es halt geschafft, die Gleise genau in dem Winkel zu legen, was aber im Übrigen fast zufällig war. Oh, da sind eine Menge Steine in den Gleisen. Ach, Herr Jemine, Menge Steine. Da muss ich mal gerade die Steinsäge rausholen. Puff. Ja, den können wir lassen. War schon. Sehr gut. Hallöchen und Grüße aus der Schweiz. Hallo Bingo LP. Schön, dass du auch dabei bist. So. So, weiter geht's. Da drüben sollte es keine Probleme geben. Dafür sind die Schienen dann doch weit genug weg. Hoffe ich. Der Kleine da unten sollte auch keinen Ärger machen. Hoffe ich, sonst werden wir das jetzt gleich sehen. Er sieht ganz gut aus. Wunderbar. So, also auch hier 500er Radius. Und dann zufälligerweise hat der Abzweig genau gepasst mit dem weichen Winkel. Also das heißt, wir haben hier eine schöne gerade Strecke und fahren auch da gerade mit den Weichen rein. Spielst du heute alleine? Nein! Als Hallo! Der Dodger ist da. Er ist nur gerade wieder hoch konzentriert, weil der wieder alles hübsch macht. Der macht Ach. Diese Welt erst sehenswert. So. Hallo Teleport 8. Schön, dass du auch da bist. Und bis hierhin sind wir dann jetzt auch schon gekommen. Dann war es wieder sehr spät abends. Und wir haben gedacht, ja, lass mal jetzt Feierabend machen. Was uns halt wieder mal aufgefallen ist, hier, auch hier ist natürlich eine riesengroße Fläche. Also man könnte hier auch nochmal sehr gut ein Betriebswerk oder sowas hinbauen. Da müssen wir uns aber halt, wie gesagt, noch zusammensetzen, gucken, ob wir das alles überhaupt so machen wollen, genauso wie mit der Streckenführung. Ne? Vom Prinzip her kann man hier sehr gut geradeaus weiter. Man könnte hier am Felsen auch schon ein bisschen hochfahren. Ui, das ging ja ab. Man könnte auch hier theoretisch am Felsen schon ein bisschen hochfahren. Wie gesagt, ich überlege halt, ob wir hier rechts lang gehen wollen oder hier links lang. Ich fände es halt cool, wenn man ein bisschen den See sieht. Aber von der Optik her oder von der Gleisführung her ist natürlich hier hinten deutlich schöner. Ne? Also hier hinter diesem Berg dann lang. Das wäre praktisch da die linke Seite oder eben die rechte Seite. Naja, lange Rede kurz, Platz ist genug. Jetzt müssen halt wieder Entscheidungen getroffen werden. Aber so langsam, langsam aber sicher müssen wir schon die Strecke anheben, damit wir irgendwie da oben auf die Felsen kommen. So, wie erwähnt, dann hier natürlich auch wieder ganz klassisch Gleiswechsel, ne? Wenn man aus der Kohlemine rauskommt, dass man sich auch entscheiden kann, aufs richtige Gleis zu fahren oder eben, dass man dann halt auch wieder zurückkommt. Und dann hier ein doppelter Bereich diesmal, denn Kohle brauchen wir ja doch, so wie es aussieht, im späteren Spiel etwas mehr. Die Fleischverpackungsfabrik braucht nämlich Fleisch, also die Konservenfabrik, Fleisch, ja, die brauchen auch Fleisch. Die brauchen tatsächlich auch Kohle zum Verpacken, was gar nicht so unsinnig ist. Ne? Die wollen das ja auch alles heiß machen und sowas. Wenn die dann noch ihre Büchsen selber pressen, dann natürlich sowieso. Mal den einsamen Baum da stehen lassen. Lassen wir erstmal, ne? Wenn er einen stört, sollen sie wegmachen. Und es hat natürlich den riesen Vorteil, also gut, der Bereich hier ist jetzt wirklich schon ziemlich groß und lang geworden. Hier kann man aber dann auch mal Sachen zwischenlagern. Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass die Schienen vielleicht ein bisschen nah dran sind für die Kohle schütten.
So auf den ersten Blick. Könnte aber passen, ne? Das fällt ja glatt runter. Müsste gehen. Hoch. Nee, geh mal hoch. Jo. Dann natürlich, wie gesagt, Balken braucht man, Schienen braucht man. Und dadurch, dass hier hinten die Eisenschmelze auch Kohle braucht, ist das Ganze doch relativ simpel, sag ich mal, dann umzusetzen, dass man zumindest die Kohle nach hier kriegt. Auch wieder ein Grund, warum man halt zwei Gleise macht. Man kann hierfür wirklich einen kleinen Pendelzug einsetzen. Der dürfte das also schaffen, dann das Eisenwerk zu beliefern. Ne, da muss man dann halt im Zweifel gucken, wenn da einer Lust hat oder was, der spielt dann halt Rangierer und ist fast den lieben langen Tag dann nur am Hin- und Herfahren. Das sollte auf jeden Fall passen. Bin ich ganz fest von überzeugt. Ja, wir können uns das Ganze ja nochmal fix angucken. Wir können da hinten eigentlich auch mal ein Telegrafenhäuschen hinsetzen, ne? Da war noch keins, meine ich. Na doch, da hinten ist... Nee. Doch, da hinten ist eins, gut. So, und die Kohle muss natürlich auf die andere Seite. Ne, hier hin muss sie sogar, guck. Also auch hier wieder Bauholz, ne, Stahl, hier muss die Kohle hin. Ja, ist jetzt nicht so der große Weg, behaupte ich mal. Also von daher, wir können theoretisch sogar mal damit anfangen. Und, dürfte schon fast passen, ne? Nicht ganz. So würde ich sagen. 270. Machen wir mal den hier wieder als Abstandshalter einfach. So grob, ne? Ob wir hier gerade bauen können, natürlich nicht. Das ist auch immer so ein bisschen dieses. Ne, ich verstehe es ja nicht so ganz, ne? Aber so ist es dann halt. Was willst du da machen? Gar nichts. Ja komm, einen dicken rüber musst du schon noch. Also manchmal ärgert er wirklich ganz gewaltig. So, ne, ich glaube, ich bin immer so ein leichtes Ticken da drin gewesen. Hat er hier eine Leiter? Ne, hat er hier nicht. So, jetzt müsste der Abstand fast überall identisch sein. Oh, sieht doch relativ gut aus, würde ich sagen. Ja. Seht ihr so einfach, baut man eine Laderampe. Weiß ich natürlich nicht, ob das auch alles so ist, wie das sein sollte. Ist ja aber vielleicht auch wurscht. Die Höhe, hoffe ich, passt halt jetzt auch. Der ist jetzt höher, ne? Wurst? Habe ich gerade Wurst gehört? Ja. Ne, der ist jetzt höher, ne? Oh oh. Ah. Ist uns das egal? Ja, ne? Eigentlich schon. Eigentlich ist mir das egal. Lassen das ein bisschen höher. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel schon mal hingehen. Zack. Machen wir das mal fix. Machen natürlich wieder auf 10. Brauchen wir so einen 90er Radius. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier rum. Ja. Knapp, aber machbar. Sehr schön. Haben wir mal so 50, ne? Klassiker, ihr kennt das ja. Ich glaube, wir nochmal 25 nehmen, dann passt das schon. Und jetzt könnten wir dann halt hier sogar die Automatik verwenden. Erbsensuppe. Hallo Nudel. Ihr Lieben. Na, du alte Suppe. Wie geht's? Ah, nee, ich werde alt, Alter. Geburtstagfeier vom Freund gestern Abend.
Eieieiei. Ich drehe dich erstmal was leiser. Irgendwie bist du gerade sehr laut. So. Ja, war gut, sagst du? Ja, lustig. Ja, lustig. So. Jetzt gehen wir hier hin. Hier brauchen wir nicht die 90 Grad. Machen wir hier 600. Oh, ich glaube, 600 ist ja ganz gut. Machen wir mal 550, ja? Also auch 500 können wir auch. Ich habe gute Erfahrung mit 500 gemacht. So. Jetzt machen wir mal Automatik. Mal gucken, was dabei rumkommt. Das so ist, wie wir uns das vorstellen. Oh, guck mal hier, der ist sogar relativ weit weg. Ah, vielleicht sollten wir den doch noch was größer ziehen. Ja, wir sollten definitiv versuchen, den größer zu ziehen. Ist jetzt nicht hässlich, aber wir sollten versuchen, das noch größer zu machen. Auf jeden Fall. Das war 90, versuchen wir es mal mit 120 oder so, ne? Wenn wir es mit der Automatik machen, haben wir auch direkt eine schöne Höhenanpassung. Hehe. Wir da dann auch raus. Ja, 20, das darf ja knapp werden, das ist ja nicht schlimm. Aber es darf halt nicht kollidieren. So, tut es aber mit 120. Sehr schade drum. Mit 110 schon nicht mehr. Guck mal hier, wir machen 110. Sehr schön. Wieder 20 Meter rausgeholt. Finde ich gut. Finde ich gut. Große Kurven sind der Shit. Machen wir hier wieder 50. Oh, ne? Doch, jetzt haben wir hier schon 50. Wir könnten natürlich auch versuchen, jetzt hier so parallel lang zu gehen. Sieht auch irgendwie schick aus, ne? Oder? War schon zu viel. Auf jeden Fall schon zu viel. Tü, 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 tü. Bin ich ja schon fast hier parallel. Fast reichen. Aber der ist ja auch nicht unbedingt parallel. Nee, wir lassen das Gleis ruhig ein Stück davon weg. Ein Stück. Ja. Bügelschirr. 5, 10 Meter. Ich glaube nochmal 10 Meter. So, und den Rest, wie gesagt, machen wir jetzt mal automatisch. Sache, dann habe ich auch hier direkt den Höhenunterschied ausgeglichen. Das finde ich ganz cool. Ah, da ist die Strecke. So. Oh, das sieht doch gut aus. Guck mal hier. Das sieht doch richtig gut aus. War so lang, dass man die Strecke kann mal. Also das mit dem Versatz, da sollten sie was dran machen. Kann einer von euch mal schnell ein Teleporthäuschen in die Hand nehmen? Und dann? Dann kann ich da hinporten. Wenn ich es nur in die Hand nehme? Ja. Gib alles. Das ist Quantenmechanik. Abgefahren. Okay, kannst du wieder wegnehmen. Lol. So, ich würde sagen, das sieht ziemlich schick aus. Und die Steigung, würde ich behaupten, ist auch sehr überschaubar. Können wir also so lassen. Sehr geil. So, dann gehen wir So. hier in die 110 Meter über. Das ist auch akzeptabel. Wie gesagt, ein bisschen, ich weiß, ist schon fast eigentlich wie so eine Haarnadelkurve, aber es geht leider nicht anders. Machen wir die andere Seite noch. Oh, das ist natürlich noch besser hier, das versetzt. Ah, hier muss man wieder mit dem Abstand aufpassen, ne? Brauchte man hier nicht sogar noch mehr Abstand bei den Röhren und sowas, damit das funktionierte?
War da nicht irgendwas? Ist das nicht immer der gleiche? Ich weiß es nicht. Ich hab irgendwie... wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe im Kopf, dass man hier auf jeden Fall irgendwie weiter weg sein musste. Ist die Totscha schon wieder an der Dauerbaustelle? Der Dauerbaustelle? Ja, seine Telegrafenmasten. Der arme Kerl, der nimmt sich ja immer Sachen vor. Aber das sieht gut aus. Das bringt schon mehr Flair rein. Ne? Das ist genial. Auch dieser Bahnübergang, das ist so... Brauchst du nicht, ne? Aber optisch, Highlight. Also, Dodger-Logan. Asset King. Das ist einfach so. Der König der Assets. Mr. Designer. Okay, jetzt habe ich Dodger mit so einer riesen Sonnenbrille und so einem Franzosenhut im Kopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist falsch. So Moneyboy-mäßig? Mehr so halt so dieser Designer-Typ, weißt du, so wie sie halt auch immer in Filmen und sowas dargestellt werden. Ach so, mit Moshammer-Style, mit dem Chihuahua in der Hand. Ne, nicht ganz. Ich glaube, Chihuahua ist nicht Dodger. Der hätte eher so einen Schäferhund unterm Arm. Okay, er äußert sich nicht. Vielleicht sollten wir aufhören damit. Er ist konzentriert. Ich glaube, er muss sich Abstände merken. Schrecklich, ne? Ja, doof ist, dass man jetzt auch die Kräne ja gar nicht mehr anschmeißen kann, ne? Um zu gucken, ja, voll nervig. Ob das funktioniert mit dem Abstand. Das ist schon echt ein bisschen sehr hässlich. Wenn es beim Bauen wenigstens so ein Dev-Tool geben würde, dass er dir den Punkt anzeigt, den Mittelpunkt, wo er ablegt. Ja, das wäre auch cool. Kannst du doch ausmessen. Inwiefern? Also ja, er lebt. Und ja, gesund Deutschland oder hast du noch? Der Wotz. Alles okay. Kann ich das auch? Ja. Wie denn? Erklär's mir, Herr Mathematiker. Kann ich nicht erklären, muss ich jetzt zeigen. Okay, zeig's mir, Herr Mathematiker. Muss ich nicht verstehen. Was denn? Alles gut. Ist egal, was du hier gemacht hast, Schütze. Hier ist irgendwie auf deinem Abladegleis, da ist ein Schlenker drin. Ja, weiß ich. Das. Okay, gut. Mit Absicht, weil geh mal die, wie heißt es? Geh mal die Laderampen entlang. Ach, die hintere ist wieder ein Stück weiter hinten, oder was? Ja, das ist wieder total schön und die ist wieder um 1-2 Grad gedreht. Also habe ich mir gedacht, okay, das Spiel spielen wir zu zweit. So, ne? Ja, 200 Meter, schöne Geschichte. Können wir einen 100er machen? Machen wir hier doch noch so einen Baumpuls. 50er. Ich nehme mal einen 50er, das sollte auch passen. Zack. So, jetzt haben wir grob nach hier gepeilt. Wo steht denn unser 12er Block? Dann kann ich schon ein bisschen Geld fahren. Am Warndepot. Der steht am Warndepot. So, jetzt hier 200. Ach, guck mal. Ich finde das cool, dass es jetzt so reibungslos funktioniert mit längeren Zügen. Naja, bis jetzt gibt es nur einen. Also, ich möchte den Tag nicht so, vor dem Abend. Das kommt alles noch, oder? Naja, wir hatten ja zum Schluss, also ich habe ja wie gesagt auch mit dem Dodger viel darüber philosophiert, warum der letzte Spielstand dann so dermaßen abgeschmiert ist. Und wir sind halt nachher zu dem Ergebnis gekommen, okay, wenn du da 140 Wagen drauf rumstehen hast, oder 148 inklusive 18 Loks und was weiß ich alles, ist vielleicht das zu viel, weil er muss ja wirklich jedes rollende Gefährt einzeln berechnen. Ja, es sollte eigentlich ein Lacher sein. Ich habe eine andere Theorie, das Spiel ist einfach noch zu 0,0% optimiert auf Unreal. Das kann auch sehr gut sein. Weil ich sehe viele, viele andere Unreal-Titel und die Engine kann deutlich mehr. Deutlich mehr. Und in dem Sinne ist es wahrscheinlich nicht ganz so clever programmiert, der ganze. Weiß Sponsors. Ich nicht, der Nico hat heute wieder von Railroader erzählt, beziehungsweise ich würde sogar fast sagen, ein bisschen geschwärmt. Und aber kann man halt nicht vergleichen. Hier nee, baust du halt deine Strecken.
Wenn es halt trotzdem funktioniert, dass du mit 4, 5, 6 Leuten lange Züge parallel fährst und sowas, ist das vielleicht trotzdem auch reizvoll. Ja, genau. Ja. Bist du halt soweit? Ja, ich bin soweit. Ich muss einmal gerade zuhören. Der Professor macht mich klug. So, ich habe hier jetzt einfach mal von der Mitte vom Kran bis zum Aufladepunkt, also bis zum Haken hier, ja, Gleis gezogen. Das sind 5 Meter. Ja. So, und wenn du jetzt diese 5 Meter auf diese Seite hier erweiterst, ja, ich prüfe, dann weißt du, wo die Mitte ist. Okay, du hast schon geprüft. Lol. Das ist ja was ganz anderes. Dreck. Das heißt, da müsste eigentlich meine Schiene hin, ne? Da ist er mit, die Mitte der Schiene. Ach du Wie Scheiße. Sieht es hier hinten aus? Ach du Scheiße. Da. Du hast hier immer noch einen kleinen Versatz. Also musst du ungefähr das hier ausmitteln. Ja. In Railroader sind die Züge an die Splines gebunden. In Railroads Online wird wohl jedes Rad als Physikobjekt berechnet. Richtig. Ja, wieder was gelernt. Boah, das ist aber trotzdem Mist hier, ey. Komplett anderes Qualitätsniveau. Das heißt, in Railroader kann man... Das ist nämlich ein dynamisches System. Das heißt, in Railroader kann ich nicht entgleisen? Höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn denn nur künstlich simuliert. Aber nicht aufgrund bestimmter Tatsachen. Tatsachen! Ja, wieder im Chat schon meinte halt, ob da jetzt eine Schiene ist oder nicht bei Railroad, das ist scheißegal, du fährst auf einer unsichtbaren Linie. Das spart natürlich schon mal, behaupte ich mal, sehr viel Performance ein. Bei Railroader meinst du? Bei Railroader. Mhm. Zack. So, dann machen wir das hier. So. So, oder? Müsste ungefähr passen, Dacia. Was meinst du? Ja, hätte noch einen Ticken rüber gekonnt, ne? Aber ich würde sagen, so ist ganz gut. Dann bin ich hier relativ grenzwertig, da grenzwertig, oder sollen wir noch einen Ticken rüber? Ticken könntest du noch rüber. Soweit bestimmt. Warte mal. Ja. Die Nummer gerade. Ach ne, sieht gut aus. Ich glaube tatsächlich, so könnten wir es lassen. Ne, ich könnte mir vorstellen, so kann man es lassen. Okay. Moment. Zack. Zack. Ja, kann man so lassen. Oder? Ja, ne? So, jetzt noch einmal schön. Ja, wobei, was heißt schön? Ich mache ja immer nur hier das Ding hin, das ist ja jetzt nicht so, wie es eigentlich dann sein sollte. So, dann muss ich jetzt hier wieder 200er Kurven hinsetzen, ne? Oh, 200 war eigentlich eine schöne Größe. Hallo Vale, mein Lieber! Schön, dass du da bist! Und vielen, vielen lieben Dank für dein Abo! Allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Vielen lieben Dank. Dir natürlich auch. Obwohl, ich meine, das hatten wir doch schon im... Hatten wir das nicht schon im Medieval Dynasty Stream? Ist egal. Besser einmal zu viel Gesundheit gewünscht, wie einmal zu wenig. Hast du vollkommen recht. Ne, ich bleibe bei 200, das kriege ich schon hin. Beziehungsweise anders gesagt, das kriegt die Automatik hier schon hin, da bin ich mir sicher. Zack. Hm.
Im Zweifel muss man den ja halt verkürzen, ne? Fertig. Nein, guck mal hier. Ach, hervorragend. Als ob das so muss. Gar nicht schlecht. Obwohl, hier hinten ist tatsächlich ein leichter Gegenknick drin, ne? Ja, hier hinten ist ein leichter Gegenknick drin. Okay, dann müssen wir die doch was kürzen. Oder lassen wir es? Ne, ich sehe ihn. Das war eigentlich auch okay. Wir kürzen das um 5 Meter. 5 Meter dürfen wir nicht. Zack. Mal keine 50, auch eigentlich 3 müssen, aber da kommen wir mal 45, dann haben wir wieder schön glatt gezogen, das wird der hier hinkriegen, bin ich mir sicher. 3,5. Den. So, ein bisschen auf Uhr gucken noch, nicht wahr? Zack. Oh ja. Das ist doch eine wunderbare Verbindung. So, jetzt muss man nur da hinten irgendwie nochmal zusammenkommen. Am besten vielleicht sogar kurzzeitig mal auf ein Gleis und dann auch wieder auf ein Gleis aus der Kohlemine, ne? Beziehungsweise an der Kohlemine dann am besten wieder auf 2 Gleise splitten. Oh, der Dodger macht wieder Beladebereiche. Sehr schön, coole Sache. Dankeschön. Dann haben wir auch optisch wieder die Möglichkeit zu sehen, wo es lang geht. Darf ich hier hinten anklemmen oder brauchst du das Maß noch? Nein, da hinten kannst du anklemmen. Du kannst auch das Stummelschienchen da wegmachen. Welches? Hier, das? Das normale, oder? Ja. So, ja, könnte man vielleicht ein bisschen kürzen. Zack. Oder ich gehe schon in die Kurve. Ja, wir bleiben erstmal noch gerade, ne? Zumindest ein Ticken. Ticken können wir noch gerade bleiben. Und so, bis hier so. Ja, ein bisschen mehr. 7 Meter, schön Zahl. Gucken, dass wir hier mal rumkommen, nicht wahr? Das wird schon bestimmt deutlich schwieriger hier. Mal auch wieder so Mini-Radien machen. Schrecklich. Hier fliegen wir doch die Züge raus, Mensch. Nur wenn man mit 120. Ne, ich glaube tatsächlich, da werde ich nicht mit rumkommen. Unter 90 möchte ich an sich nicht. Wir versuchen es mal. Einfach mal schauen, wo ich hier rauskomme. Das wird wieder so ein bisschen gefriemelt. Ich habe halt leider auch kein Extended im Hintergrund jetzt laufen diesmal. So, hier sind ja nur Abladebereiche. Das heißt, hier ist der Abstand, kann voll so bleiben. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann müsste ich ja jetzt hier auch mit so 90 Meter Radien oder sowas arbeiten. Machen wir einfach so einen 50er. Nur, dass ich, wie gesagt, ganz, ganz grob weiß, in welche Richtung es geht. Denn ich denke, dass eigentlich hier wird halt sein, dass wir von der Kohlemine auskommen. Dann würde ich dann hier jetzt schlicht eine Weiche hintersetzen, dass wir hier einmal kurz auf eingleisig gehen. Sollte meiner Ansicht nach auch funktionieren. Wir nehmen eine Linksweiche. Setzen die hier so dran, dann brauchen wir jetzt noch eine Linksweiche. Das wird jetzt vermutlich nicht funktionieren, weil wir da vorne anders die Abstände gemacht haben. Natürlich, ist halt einfach so, ne? Wie sollte es auch anders sein? Geht das jetzt? Oh, ungefähr. Nice. Durch Zufall wieder was entdeckt. War nicht schlecht. Zack. So, einmal die Automatik. Zap.
Wunderbar. Falls dann hier noch einer wieder eine Weiche reinsetzen will, geht das auch. Quatsch. So, eine Kreuzung hier rein, im Prinzip. So, und jetzt müsste man aller grauer Theorie nach, ne, da an die beiden Anschlüsse ran. Und ihr merkt schon, das wird nicht einfach. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. So, das wird eine Katastrophe sogar. Könnte funktionieren. Wir geben mal unser Bestes. Guck mal mit einer 90er Kurve, ob ich irgendwie in der Lage bin, das hier zu verbinden. Ja, ich denke, tatsächlich kriegen wir hin. 50 Meter hier mal ansetzen mit 90, ist natürlich nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, aber schauen wir mal, was die Automatik jetzt daraus macht. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Es sieht gar nicht so bescheiden aus, tatsächlich. Boah, ist natürlich, wie gesagt, also mit den 90 ist schon grenzwertig, ne? Die Uhr im Blick? Ich habe die Uhr im Blick, Schatz. Ist schon ein bisschen grenzwertig. Aber ich wüsste, um ehrlich zu sein, nicht, wie wir es hier auch anders lösen sollen. Das ist an sich mein Hauptproblem jetzt an der Stelle. Sagen wir mal hier mal 35 Meter, ne? Kann schon was viel sein sogar. Ich glaube, die 35 sind schon etwas viel. Nochmal 30 Meter. Zack. So. Erwähnt, ist halt jetzt hier einfach eine sehr, sehr schmale Angelegenheit. Dadurch, dass die so dicht beieinander sitzen, gibt einem aber natürlich auch eben gewisse Vorteile, ne? Erwähnt, hier kannst du also eine Kleinlokomotive einfach im Pendelbetrieb fahren lassen. Und ich schaffe das, das komplette Eisenwerk mit Kohle zu versorgen. So. Ich würde aber zumindest jetzt aus meiner Sicht behaupten, das könnten wir erstmal so lassen. Dadurch, dass wir hier die ganze Zeit zweigleisig sind, können wir hier also jetzt auch wunderbar dran vorbeifahren und schaffen es immer wieder auf die Hauptstrecke zurückzufahren. Naja gut, vielleicht hier noch den ein oder anderen Abstell- oder Wartebereich, das wäre jetzt nicht ganz verkehrt, ne? Dass man hier vielleicht doch nochmal mit einer Weiche rauffährt und dann sagt, okay, wir machen hier noch einen Wartebereich hin. Falls mal hier der Kohlezug gerade beschäftigt ist auf der anderen Seite. Naja, also wie viel Betrieb erwarten wir hier, ne? Gut, wie gesagt, Radius 90, Hätte man jetzt eventuell noch was ausbauen können auf 100 oder 110, dann wären die Schienen hier, die anderen aber auch. Es ist aber so halt sehr stimmig, ne? Gleich auf dieser Seite. Ich mag zwar die 90 nicht, aber ich finde es halt sehr stimmig. Ne, ich würde es lassen. Ich glaube, die Wendeschleife ist auch mit Radius 90 gebaut, ne? Ja. So, also. Ja, man unterschätzt das immer. Also 90 ist schon ein ziemlich krasser Radius. Ja, das ist gewaltig, aber 500 ist halt cooler, ne? Da glaube ich, können wir uns auch drauf einigen. So, die Höhenunterschiede, wie gesagt, die habe ich hier auch wieder jetzt durch die Automatik ausgeglichen. Ist halt eigentlich, ja, theoretisch müsste man jetzt gucken, dass man alles auf dieser Höhe baut. Aus dem ganz einfachen Grund. Der Nudel hat sich extra alles von der Hauptstrecke gezogen, damit das bloß auf einer Höhe ist. Und ich bin jetzt so ein bisschen flapsig und sage, nö, ich mache das jetzt einfach so. Aber was soll ich euch sagen, ich finde das auch okay. Ich hätte vielleicht sogar auch die Kohlemine eher etwas höher gesetzt, ne? Dass man hier nochmal so dieses optisch Erkennbare halt wirklich Beladegleis hat. Aber das ist jetzt so, das kann jetzt so bleiben. Wenn es einen mit der Höhe stört, dann darf er es gerne korrigieren. Ich möchte nicht. Ich will das nicht. Bin voll mit Schocki. Jo, haben wir das doch noch wieder. Doch, ich hab doch Toffifee genascht.
Ein paar. Konnte man auch nicht entfernen, ne? Das ist wehe, du isst den Teller nicht leer. Oh, ich denke, ich werde sogar mehrere Teller gleich essen. Ich habe gerade erzählt, Nudel, wir machen jetzt gleich Weihnachtsessen mit der Familie. Moment, du willst mehrere Teller essen? Ja. Njom, 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 Teller. Stehst du so auf Steingut? Ja. Lecker. Okay. Schüttgut. Schüttgut ist auch gut. Schüttgut ist gut, gut. Das ist falsch. Das ist der neue Shit. Ist so. Oh, ich weiß, was mir hier fehlt. Noch ein, zwei Wagen und noch eine Betsy in andere Richtung. Und ja. Schade, dass es keinen Teleportwagen gibt. Das ist ja eine coole Nummer. So ein richtiger Bauwagen. So, kommt mal alle hier hin. Okay. So. Ach, weißt du was? Ich fahre einfach über die Schiene zurück. Wir sind ja bis jetzt mit nicht so viel unterwegs. Das geht schon. Wenn der Nudel Holz fährt, ist er auf der anderen Schiene. Passt. Richtig, ich bin auf den inneren Gleis quasi. Also zum Sägewerk hingerichtet. Ich hier auch meinen Aussichtswagen. So, jetzt können wir uns unser Werk nochmal anschauen, was wir hier gemacht haben. Ach, da wäre ich eigentlich ganz gerne durchgefahren. Naja, Pech. Es ist jetzt so, wie es ist. Jetzt fahren wir, ne? Sind wir gerade gut am Fahren und wenn ich dann am Warendepot bin, dann würde ich leider auch schon wieder ausmachen. Es tut mir leid, ihr lieben Leute. Ich wäre gerne früher da gewesen, aber ich habe den Arsch nicht aus dem Bett gekriegt. Ich muss euch das leider so sagen, wie es ist. Ich habe es nicht geschafft. War, ja. Es war morgens früh. Ich weiß nicht, wie, ob ihr das kennt, aber morgens ist das Bett grundsätzlich gemütlicher wie abends. Und ich wollte dann auch gar nicht aufstehen. Habe ich dann halt auch nicht gemacht. Und jetzt haben wir schon wieder 1,5 Stunden voll. Aber ich finde, wir haben viel geschafft. Wir haben Geld verdient, wir haben Holz transportiert, ich habe euch unsere neuesten Errungenschaften gezeigt. Wir haben einen neuen kleinen Inspektionszug zusammengestellt. Und ich habe euch unsere Fortschritte gezeigt, sowohl mit der Hauptstrecke wie auch mit der Kohlemine. Außerdem haben wir jetzt mal eben das Eisenwerk angebunden. Okay, von der Ferne sieht die Kurve komisch aus. Aus der Ferne. Na, vielleicht dann nochmal korrigieren. Wir schauen mal. Die innere Seite gefällt mir ganz gut, also hier die rechte. Die Kurve, finde ich, sieht sehr stimmig aus. Weißt du Bescheid, ne? Die linke hier noch nicht. Worüber? Okay. Ja, Schatz. Oh, na, der sitzt aber wirklich noch sehr knapp. Na, geht aber. Geht. Geht auch. Genau, wir haben Bäume entfernt. Oh! Ein Kollege in Nähe der Gleise. Müssen wir warnen. Der schmeißt hier mit Würstchen. Habt ihr das gesehen? Hallo, Kollege. Feierabend. Ja. Du musst ganz rechts an die Leiter, nur dann geht er hoch. Ein sehr schönes Abschlussbild. Nudel kommt auch noch dabei. Hier ist noch Luft. Sali. Gerade am Eisenwerk kommen wir. Da ist ein Telegrafenhäuschen direkt. Jawohl. Wir genießen die Aussicht. Halt, Stopp, Zollkontrolle. Das ist Fließstabil. Haben Sie Schocki dabei?
Ganz rechts an die Leiter musst du gehen. Mal gucken, ob dir gleich im Sumpfgebiet etwas auffällt. Bestimmt. Doch, ich finde ein sehr, sehr schönes Bild. Gefällt mir. Sie haben da noch eine... Ah, ne, jetzt ist die Lampe weg. Immer ich noch eins. So. Da links die Rampe. Sollen wir die nicht mit da in die Mitte führen? Welche Mitte? Naja, da wo das andere Gleis rausgeht, dass wir da zwischen den Canyons weiterfahren und dann in eine Doppelrampe oder so gehen. Weißt du, wie ich meine? Ich wollte das andere Gleis in Richtung des Gleises hier führen. Also quasi genau andersrum. Das Gleis, ja, mal okay. Weil du ja da eh hoch wolltest für die Raffinerie oder was das ist. Ja, da wäre ich irgendwie wieder dann aus der Mitte hochgefahren. Aber mach mal, das ist eh so spannend da oben. Das ist eh sehr spannend da oben. Ja, da hätte ich das, wie gesagt. Ich hätte das hier unten lang gelegt, bis das da links praktisch mit dem, wie heißt es, mit dem anderen Gleis dann wieder zusammenkommt, dass wir hier so ein Dreieck haben, ein Dreieck haben. Ah, Radius 500, sehr gut, sehr gut. Boah, Alter, diese Telegrafenmasten, ne? Was das einfach für eine Sisyphus-Arbeit ist. Hut ab, Dodger. Achte mal auf die Telegrafenmasten, die im Wasser stehen. Okay. Und die haben nochmal eine Unterstützung gekriegt, ne? Ich ahne es. Nein. Nein? Die stehen schräg. Lol. Ist das richtig? Hast du das gemacht? Ja. Das ist absichtlich. Ja, das ist ja abgefahren. Es ist ja ein Sumpfgebiet. Der Untergrund hat nachgegeben. Vollkommen richtig. Finde ich gut. Gefällt mir. Finde ich richtig gut. Er so. Oh. Warum schnell? Hier oben. Herrlich. Guck, Sägewerk auch schon angebunden an die Hauptstrecke. Mein Gott, das geht ja doch mit großen Schritten hier vorwärts. Miau. Sehr cool. Guckt euch das an, die schönen geschwungenen Radien. Ach, herrlich. Linkserem und rechterem. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut, was wir hier gemacht haben. Gefällt mir sehr gut. Kann so bleiben. Komm mal wieder. Boah, guck mal hier, was wir schon an Geld verdient haben. Wieder 7000. 7000, du. Holla, die Waldfee. Können wir ja bald mal zur Schmelze hoch, wa? Was wird jetzt der nächste? Die nächste Herausforderung. Ob es einen ICE in Schmalspur gibt, die Frage ist berechtigt. Ich fürchte aber nicht. Wir können uns den ja selber bauen. Wir machen einfach an die Personenwagen einen Schneepflug vorne dran. Dann ist das ja schon fast wie so ein Triebkopf. Und dann dahinter erst den Antrieb. Müssen wir uns noch die schnellste Lokomotive raussuchen. Und dann Vollgas. Hey. Nicht so. Nee, nicht so gerne. ICE TD Schmalspur. Boah, was war denn nochmal der TD? Der Neigezug mit Diesel oder wie war das? Das war der Diesel. Nur der Diesel? War da nicht noch mit Neigetechnik oder sowas? Da gab's doch auch einen.
Mensch, du, was sehen wir alt aus? Ja, der war mit neue Technik. Die zeigt noch da drüben hin. Das sollte eigentlich nicht sein. Naja, ist wurscht. Dann fahren wir jetzt da zum Warndepot. Nö, ist gut. Lass laufen. Bis barscht. Steht ja gerade kein Zug hier, deswegen geht das schon. Wenn ich von oben runterkomme, dann schneidest du ja eh wieder auf. Richtig. Jetzt könnten wir den aber, ich guck mal gerade, ich laufe mal ein Stück vor, einfach weiterfahren. Pfeife nicht vergessen. Ne, weh wie Pfeifen. So, hier am Bahnübergang. Genau. Wir können uns ja mal den Luxus gönnen. Und stellen die gute kleine Betsy unter Dach. Yes! Oh, das wird gut. Das wird gut. Yep. Noch ein Stück. Ah, erstmal Kopf einziehen, oder? Der ich jetzt gleich gesehen nach Kopfschmerzen aus. Nee! Schön! Das an. Und bremsen. Geil, erstmal Äpfel naschen. Bremsfahrrad. Sehr, sehr schön. Jawohl. So stelle ich mir das auch ein bisschen so in dem Dörfchen vor. Weißt du, so ein kleines Abstellgleis, wo dann hier so irgendwie so ein 2-3 Wagen großer Zug steht, so gemischt. Und fertig ist. Aber bremst der nicht? Dann bremse ich halt jetzt hier vom Wagen. Weil zu parken, dass wir die Bierfässer gleich mitnehmen können hier. Ah, ja, okay, hervorragend. Da können wir viel besser in die Ski legen. So, sehr schön. Nee, lass das aus, sonst kann das wieder nur du ausmachen. Ich treffe mal den Scheißdeckel. Sehr gut. Ja, ihr lieben Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren und erholsamen Sonntag. Ich muss jetzt, wie gesagt, zum leicht verspäteten Weihnachtsessen, was aber eben aufgrund Krankheit nicht früher möglich war. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.